Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 16. Dezember. Für die Betreuung von Kleinkindern sollen Brandenburger Krippen mehr Personal bekommen. Das hat der Landtag am Donnerstag beschlossen. Er billigte einen Gesetzentwurf der Landesregierung, wonach der Personalschlüssel bei der Betreuung der unter Dreijährigen verbessert wird. Langfristiges Ziel ist ein Betreuungsschlüssel 1:4. Dafür müssen 470 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden. Die zusätzlichen Kosten bezifferte die Landesregierung mit 11,9 Millionen Euro im kommenden Jahr und 28,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Zu einem besonderen Geburtstag gratulierte in dieser Woche Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr. Bürgermeister Mirko Buhr besuchte in dieser Woche Lydia Henska aus Lauchhammer im Bürgerhaus der Stadt. Dort gratulierte er ihr zum 101. Geburtstag und überbrachte die herzlichsten Glückwünsche der Verwaltung und der Bürgerschaft. Die Jubilarin erfreut sich immer noch einer guten Gesundheit. Sie erlebte die Weltwirtschaftskrise 1929, den Zweiten Weltkrieg bis 1945, die DDR bis 1989 und 7 verschiedene Währungen. Wer wenig verdient, könnte schon bald erheblich mehr im Portemonnaie haben. Die Ampelkoalition in Berlin plant einen deutlich höheren gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. 2,40 Euro mehr als bislang. Allein im Landkreis Oberspreewald-Lausitz würden davon 9.840 Menschen profitieren. Das sind 21% aller Beschäftigten im Landkreis. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten hin und beruft sich auf eine Analyse des Pestel Instituts aus Hannover. Danach arbeiten im OSL-Kreis derzeit 2.170 Beschäftigte zum Mindestlohn von aktuell lediglich 9,60 Euro pro Stunde. Weitere 7.670 Menschen liegen zwar darüber, verdienen aber trotzdem weniger als 12 Euro. Damit auch alle Fahrgäste zu den Feiertagen rechtzeitig und sicher an ihr Ziel kommen, wird das Verkehrsangebot in Berlin und Brandenburg teilweise erweitert. An den letzten Tagen des Jahres, zwischen Weihnachten und der Nacht zum neuen Jahr, fahren die Busse und Bahnen in Berlin und Brandenburg wieder nach einem besonderen Fahrplan. So gilt in Brandenburg in vielen Landkreisen bereits ab dem 20. Dezember, in Berlin sowie einigen Regionen Brandenburgs ab dem 23. Dezember bis 3. Januar der Ferienfahrplan. Auch auf einigen Linien im Land Brandenburg gibt es zusätzliche Fahrten in der Silvesternacht, mindestens aber den üblichen durchgehenden Wochenend-Nachtverkehr. Und nun weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Ab sofort gibt es in Ortrand im Vereinshaus am Kirchplatz 6 ein Impfzentrum. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung zum Schutz vor Corona wünschen, impfen lassen. Die Impftermine werden über die Geschäftsstelle des Amtes Ortrand unter der Telefonnummer 035755-6052-17 vergeben. Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Trinkwasserhauptleitung Freienhufener Straße und Kniestraße in Großrieschen ist es notwendig, die Trinkwasserversorgung am Freitag, den 17. Dezember, in der Zeit von 8 bis ca. 14 Uhr zu unterbrechen. Der WAL bittet darum, sich für diesen Zeitraum im erforderlichen Maße mit Trinkwasser zu bevorraten. In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 2.689 erhöht. Im OSL-Kreis kamen 5 neue Fälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier aktuell bei 674,4. Die vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung einer bis zu 18 Hektar großen schwimmenden Photovoltaikanlage auf dem künftig 1.900 Hektar großen Ostsee haben begonnen. Das Energieunternehmen LEAG vergütet derzeit mittels Rütteldruckverdichtung den gekippten Untergrund im ehemaligen Tagebau Cottbus Nord. Die Errichtung der Anlage ist für das Jahr 2023 mit Vorliegen der Baugenehmigung vorgesehen. Die 21-Megawatt-Anlage wäre das bislang größte in Deutschland realisierte Floating-PV-Projekt. Und das sind jetzt unsere aktuellen Polizeinachrichten. Der Polizei wurde am frühen Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Auf einem Parkplatz in der Briesker Straße in Senftenberg war zuvor ein PKW gegen einen anderen gestoßen, sodass ein Schaden von rund 2.500 Euro bilanziert werden musste. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.
Polizeibeamte stoppten am Mittwochabend in Senftenberg einen E-Bike-Fahrer. Der 43-Jährige war zuvor in der Briesker Straße unterwegs, hatte das Rotlicht der Ampel an einer Kreuzung missachtet und versuchte, vor den Polizisten zu flüchten. Er wurde jedoch umgehend gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,17 Promille, was eine beweissichernde Blutprobe sowie Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sich zog. Und das waren unsere Meldungen für Sie. Hier gibt's jetzt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am kommenden Wochenende ist der Sonnabend der schönere von beiden Tagen. Am Freitag bleibt es noch einmal bedeckt, aber trocken mit maximal 6 Grad. Samstag zeigt sich ab Mittag etwas Sonne. Es bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten um 9 Grad. Sonntag wird es trüb und regnerisch mit 6 Grad.